Seite. Ich darf nun um Ruhe bitten für die nächsten 5 bis 10 Minuten. Sie können nun hier am Ende des VIP-Raums die Pressekonferenz mitverfolgen. Und ich sage ein herzliches Willkommen zur Pressekonferenz nach der Oberliga-Partie EV Landshut gegen die Blue Devils Weiden. Der Endstand im Eisstadion am Gutenbergweg vor 1378 Besuchern 1:10. Bei mir sind die beiden Trainer der Mannschaften, Markus Beerwanger von den Blue Devils Weiden und Alex Serikow vom EV Landshut. Ja, Markus, herzlichen Glückwunsch zum Sieg und dein Statement bitte. Ja, guten Abend. Ja, es war natürlich heute ein außergewöhnliches Ergebnis, ein außergewöhnliches Spiel. Im ersten Drittel war das nicht so klar. Landshut hat, wie erwartet, die Scheibe tief gebracht und hat uns unter Druck gesetzt. Wir haben aber von der ersten bis zur letzten Minute, vom ersten Spieler bis zum letzten Spieler plus Torhüter, heute gut verteidigt, vor allem diszipliniert verteidigt. Wir sind jetzt auch wieder auf dem Weg, da wo die Frische zurückkommt. Das habe ich letztes Wochenende schon gesehen und die letzten beiden Wochen haben wir auch mit hohem Tempo trainiert. Und nach vorne sind wir die ganze Saison über schon in der Lage, Tore zu schießen, das weiß ich. Und vor allen Dingen, es war jetzt in den letzten Wochen ein bisschen, ist auch da zäh gegangen, eben wegen der fehlenden Frische, aber wie schon erwähnt, die kommt zurück oder ist zurückgekommen. Und heute hat natürlich auch alles gepasst. Mein Landshut hat nicht so, es war jetzt nicht so ein klares Spiel, dass man sagt, 10:1. Wir haben sicher verdient gewonnen, aber heute haben wir jede Chance, die uns geboten wurde, eiskalt ausgenutzt. Das ist auch, zeugt dann natürlich auch von Klasse. Und ja, ich bin froh und happy, dass wir heute gewonnen haben, 3 Punkte geholt haben und auch für die Mannschaft, dass sie diesen Schwung jetzt mitnimmt. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber ich bin guter Dinge. Danke. Danke, Markus Beerwanger. Ja, Alex, dein Statement bitte zur Partie heute. Ja, wir haben uns viel vorgenommen vor dem Spiel. Wir wollten einiges wieder gut machen. Aber wie jeder gesehen hat, von den 10 Toren waren 8 Tore von den Verteidigern verschuldet. Scheibe verloren oder ein Gegner angespielt, dass der Gegner nur aufs Tor gelaufen ist oder wir sind überlaufen worden. Und ohne Verteidigung kannst du kein Spiel nicht gewinnen. Natürlich müssten unsere Stürmer mehrere Tore schießen vorne. Aber das ist ja Katastrophe gewesen. Da war keiner anwesend in der Verteidigung. Und so waren 8 Tore. Ein Tor war 5 gegen 3 und ein Tor haben super rausgespielt. Da sage ich nichts. Aber die anderen 8 Tore, so kann man nicht Eishockey spielen. Leider habe ich einen kleinen Kader und ich kann nicht handeln. Ich kann keinen sitzen lassen. Ich brauche alle. Ich habe 3 Sturmreihen und 5 Verteidiger. Aber da müssten sich einige Gedanken machen, glaube ich, nächstes Jahr. So weitergeht. Danke, Alex. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Ihre Frage: Der Spieler hat sich bei euch verletzt. Weiß man da schon genau, was da passiert ist? Man hat ihn mal bloß fallen sehen. Wie schaut es da aus? Ja, das war ohne Fremdeinwirkung. Der ist im Eis hängen geblieben, aber die Entwarnung ist weitergegangen. Der Ball ist sehr rund und nein, das passt schon wieder. Passt. Ich darf gleich nur eine Frage stellen. Ja. Wie kam es dazu, dass vielleicht genau im ersten Drittel gleich so rasch, so gut performen konntet? Kannst du das vielleicht einschätzen, weshalb das so gut nach vorne ging? Ja, weil ich habe es ja gerade gesagt, weil wir das können. Wir sind eine sehr gefährliche Mannschaft, auch technisch gut. Und in den letzten 4 Wochen, sage ich jetzt mal ungefähr 4 Wochen, waren wir einfach nicht so körperlich präsent, weil wir, wie jede Mannschaft, einfach mal ein Tief hat. Und das hatten wir jetzt. Und wir sind in den letzten beiden Wochen, ich habe im Training gesehen, wieder frischer geworden. Und wir hatten heute auch etwas Scheibenglück, muss man auch dazu sagen. Aber wie schon gesagt, wenn wir von hinten nach vorne gut verteidigen und dann von hinten diese Konter bekommen, dann da sind wir natürlich brandgefährlich. Und das haben wir heute gezeigt und gut ausgenutzt. Okay. Alex, was machst du jetzt als Trainer? Wie packst du die Mannschaft jetzt an nach so einem Ergebnis? Ja, wir trainieren weiter. Was soll man machen? Wir müssen weiterarbeiten mit den Spielern, die wir haben. Wir haben zwar auch kranke Verletzte gehabt, aber die Verteidigung war gesund. Heute zum Spiel. Okay? Aber das war Katastrophe, was die abgeliefert haben heute. Und das geht nicht. Das wissen sie selber.
Aber wir können in den Kopf ins Ansetzen, wir müssen weiterarbeiten, hart weiterarbeiten, das hilft nicht. Und dafür sorge ich schon, dass wir das hinbringen. Okay? Aber das geht nicht von heute auf morgen, aber so ein Spiel können wir einfach nicht abliefern. Die haben uns ja überlaufen wie Pylonen. Ja, es ist so. Da brauche ich ja nicht lügen. Es sind 1000 Leute da drin, die sind ja nicht blind. Die sehen doch, wie wir überlaufen worden sind. Oder wir spielen uns einen Gegner direkt am Schläger. Also, so kann es nicht weitergehen. Vielen Dank. Dann darf ich noch kurz die Zwischenstände aus den anderen Stadien bekannt geben. Tölzer Löwen gegen den EV Regensburg. Das Spiel befindet sich im Penaltyschießen. 3:3, da der Zwischenstand. ERC Sonthofen gegen die Deckendorfer SC. 2:1 nach 45 Spielminuten. Und die selber Wölfe sind 1:2 im Rückstand nach 46 Spielminuten gegen die EC Peiting. Der Mannschaft viel Erfolg am Sonntag in Regensburg. Der EC Peiting ist auch unser nächster Gegner im Heimspiel am kommenden Freitag, 17. Februar um 19.30 Uhr. Wir freuen uns, wenn Sie alle wieder dabei sind. Der Mannschaft ja, viel Erfolg. Den Gästen gute und sichere Heimfahrt. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Schönes Wochenende. Servus. Pfiat euch.